Guten Tag und damit herzlich willkommen zu For Honor. Und ja, das Spiel hat schon ein paar Tärchen auf dem Buckel, sieht aber immer noch recht gut aus, muss ich sagen, und macht auch immer noch Spaß. Ich habe mich jetzt überlegt, wir spielen da mal jetzt heute ein, zwei Runden. Erstmal muss ich mich warm machen. Ich habe ein bisschen schon mal reingeschaut, das ist aber jetzt schon zwei Wochen her. Da habe ich mal ein paar Einzelspieler-Matches gemacht, ne? 1 gegen 1 gegen KI. Habe mich dann auch mal getraut, gegen Spieler zu spielen, aber ich habe da dermaßen eins auf die Fresse bekommen, weil ich so dermaßen eingerostet bin und ja, das kann nur gut laufen. Und ja, bis dahin, denke ich mal, wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Und ja, ihr seht schon, da hinten ist die Tante im Hintergrund. Und ja, For Honor habe ich zuletzt gespielt, wie es rauskam damals auf der PS4. Also noch auf der normalen PS4, nicht mal auf der Pro damals. Und ja, es war schon geil. Da habe ich zu dritt mit meinen Freunden gespielt und das war schon sehr, sehr geil. Hat sehr gebockt. Jetzt habe ich zwei Handicaps. Ich spiele es jetzt erstens auf dem PC. Da habe ich es mal kostenlos bekommen, dachte ich mir, warum nicht? Und zweitens mit einem Xbox-Controller. Na, ein bisschen warm bin ich damit schon geworden, aber als alter Sony-Jünger, schwierig. Und ja, es gibt zu For Honor sogar ein Video von mir, ein saualtes Video, aber das wird keiner von euch finden. Ah, das habe ich versteckt. Aber egal, wir gehen jetzt hier, jetzt benutze ich mal kurz die Maus, tue ich mich mal ein bisschen leichter, in Multiplayer. Wir machen jetzt hier erstmal zur Aufwärmphase, nein, nicht Spieler gegen Spieler, da kriege ich nur eins auf die Fresse. Spieler gegen KI, machen wir einfach ein Match. Was muss ich drücken? Enter? Ja, Enter. Hilfe. Ich weiß nicht mal, wie das Inventar funktioniert. Okay, mein Lieblingscharakter, also es sind auch hier ein paar neue dazugekommen, die kann man alle freischalten. Die, wo normal damals im Spiel waren, die kann man ein bisschen günstiger freischalten für 500. Das sind die hier, die vier hier. Für jede Klasse gibt es einen, wo frei ist. Das ist hier irgendwie so ein extra Passzeug, keine Ahnung. Ich hoffe mal, ich störe hier oben rechts nicht. Und ja, mein Lieblingscharakter damals war die Orochi. Geiler Charakter. Ist im Prinzip wie der da, nur leicht und deutlich schneller. Und ihr seht auch da schwer, also da steht immer, wie die zu handhaben sind. Mittel, schwer, einfach, na, einfach, mittel, schwer und wie schwer zu handhaben. Ich bin damals ultra gut mit der zurechtgekommen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich rede wieder zu viel, ich würde sagen, wir nehmen sie hier. Ich habe auch, wie gesagt, ein bisschen, wie gesagt, vor zwei Wochen mal ein bisschen gespielt gehabt, dass ich ein bisschen warm bin, dass ich überhaupt ein Gefühl in meine Hände bekomme. Ich habe auch gegen die KI ein bisschen was auf die Fresse bekommen. Aber jetzt erstmal gucken. Wir werden dann auch ein großes Handgemenge spielen, aber jetzt erstmal nur kurz zum Warmwerden. Gegen eine KI. Ich bin aber gespannt. Bitte nicht eins auf die Fresse. Ui, ein Wikinger. Und das ist auch, falls einer von euch das Spiel nicht kennt, For Honor, da kämpfen im Prinzip Samurai, Wikinger und Ritter gegeneinander. Was wünscht man sich mehr? Das ist doch affengeil und auch die ganzen Klassen und. Ich denke aber, die meisten müssten es kennen. Und ja. Wir... Ha! 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 Haha, das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Wir gucken jetzt mal, wie ich mich hier schlagen werde. Nein, ich habe die falsche Taste. Nein, schon wieder die falsche. Nein! Ich kann das nicht. Hilfe, 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 Hilfe! Nein, nein, nein! Ich stoße die Klippe. Ah, nein, schon wieder die falsche Taste. Oh, nein, 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 nein! Nein, lass mich. Nein! 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 Hallo. Das passiert, wenn man das Tutorial ja vor zwei Wochen spielt. Na, und nach zwei Wochen erst sie entscheidet, was aufzunehmen. Okay. Und hoia! Ich finde Samurai eigentlich. Oh, schon wieder die falsche Taste. Am geilsten, muss ich sagen. Keine Ahnung warum. Ich finde den Spielstil am geilsten. Wikinger ist auch geil zu spielen. Mit Ritter möchte man meinen, käme ich am besten klar. Kam ich aber früher am schlechtesten. Und ihr könnt auch hier so blocken. Und nein, den hätte ich ausweichen müssen. Gottes Willen.
Ich stell mich so an. Aber warum nehme ich gleich den schweren Charakter? Ich weiß doch auch nicht. Die macht mir aber so viel Spaß immer. Damals hat die mich so enorm viel Spaß gemacht. Runde 3. Oh, okay. Aber da gibt es auch noch so andere coole Charaktere. Ich renne mal wieder drauf zu. Und ciao. Oh, er hat geblockt, die Sau. Nein, doch. Oh, oh, oh. Oh, den hätte ich ausweichen müssen. Hopp, 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 hopp. Die Klippe runter, die Klippe runter. Hilfe. Einfach die Klippe runtergeschubst. Sis ist Sparta, Allah. Obwohl ihr kein Sparta ist. Ein For Honor mit was anderem wäre bestimmt auch voll cool. Stellt euch jetzt mal, also jetzt sind wir gerade hier so im Thema, ne? Mit Samurai und so, ist auch mega, mega, mega geil. Aber stellt euch mal ein For Honor vor, wo ihr als Römer spielt, als Spartaner, was gab es damals noch Cooles, und als Germane oder irgendwie so, oh, sowas ähnliches, ne? Das wäre cool. Na, das wäre so richtig cool. Oder als Gallier oder sowas. Das wäre cool. Also wenn es For Honor in der Form nochmal geben würde. Boah, das wäre auch mega geil. Weißt du, so als Römer mit so fettem Schild. Dann gegen Germanen mit so einem fettem Schild. Und gegen Spartaner mit so einem fetten Schild. wäre eine lustige Sache. Wäre echt eine lustige Sache. Und ja, jetzt machen wir ihn aber kalt hier. Wahrscheinlich werden wir hiernach nochmal ein kurzes 1 gegen 1 machen, dass ich halt einfach ein bisschen warm bin. Weil ich will nicht mein Team hier zur Last fahren. Ach da, das habe ich schon damals bemängelt, ich dummer Hund. Oh, jetzt haben wir eine Kombo gemacht. Exekution. Ui, da ist die rüber abgeflogen. Ei. Ei, ei, ei. Gesiegt. Puh. Okay. Ich werde langsam wieder warm. Ich werde langsam wieder warm. Wie gesagt, es gibt Ausdauer in dem Spiel und eigenes Emblem kann man da machen. Das habe ich selbst gestaltet da drüben. Da kann man so viel draus machen. Es gibt so viele verschiedene RAM. Es gibt so viele verschiedene Logos. Die kann man größer machen, kleiner machen. Man kann 5 Logos reinknallen. Man kann noch 4 mehr machen. Aha, Server brauchen zu lange für eine Antwort. Okay. Wir machen jetzt einfach nochmal nächstes Match. Ja. Warum haben die Server jetzt nicht geantwortet? Total furios. Und ja. Wie gesagt, bei den Spielen sind auch noch recht viele Spieler aktiv, was ich gesehen habe zumindest. Und ja. Truppen einsetzen. Ah, da kann ich dann meine Truppen einsetzen, dass dann... Das dann hier, weil hier ist auch aktiv der Krieg und so. Wie gesagt, man kann das voll krass auch nur gegen KI spielen. Man kann es aber auch PvP-lastig richtig spielen. Wahrscheinlich PvP-lastig lohnt sich deutlich mehr. Der Shukoki. Der ist einfach nur ein Riese, ey. Den will ich auch mal spielen. Also wir nehmen jetzt nochmal sie, dass ich ein bisschen warm werde. Und beim nächsten Mal oder je nachdem, wie es jetzt ankommt, gucken wir uns mal das Spiel ein bisschen genauer mal wieder an. Und es ist einfach geil. Es macht echt Spaß. Puh, mal sehen, was jetzt kommt. Ritter. Oh ja, ein fetter Ritter. Oh, schöne Kulisse. Können wir ihn aber nirgends runterschmeißen. Muss ich aufpassen. Und schwerer Angriff. Muss auch mich immer angucken, wie ich Kombos mache und so weiter und so fort. Haha, schneller, 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 haha. Und nochmal schneller und nochmal schneller und haha, ich zerlege dich komplett. Oh, oh, ausweichen, das war aber echt gut von mir. Das müsst ihr mal sagen, das war Glanzparade. Ich mach mal. Ich kann nicht andauernd hier köpfen, sonst sagt YouTube, du böser, böser Mensch. Köpf nicht dauernd Menschen. Okay. Runde 2. Und außerdem komme ich mir die Tasten nicht gleich. Ihr habt es schon gemerkt. Ich habe ultra lang gesucht, wo die Y-Taste ist. Typisch bei mir. Echt typisch. Au. Oh. Ah. Ich bin zu langsam. Ich bin noch zu langsam. Ihr seht, ich mache auch deutlich weniger Schaden als er mit seinen... Na?
mit seiner schweren Waffe. Das ist ja auch klar. Mit Streitkolben kann man halt auch... Oh, bleib weg von mir, Alter. Ich bin K.O. Haha, verarscht. Nein, it's a kind of rap. It's kind of rap. Boy. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Wir sind nicht warm. Wir sind nicht warm. Wir sind definitiv nicht warm. Haha, aber er auch nicht. Haha. Habe ich dich, mein Freund. Haha, das war natürlich alles nur Show. alles nur Show. Ich habe mich gar nicht echt so angestellt, na? Ja, alles Show. Ja, na? Okay. Ich hoffe, dass ihr auch mein OBS hier alles schön aufnimmt. Und ja, ich muss mich angewöhnen. So, das war gut. Oh, oh, oh. Weg. Jetzt müssen wir auf Reichweite bleiben. Wir haben keine Ausdauer. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Wir holen das Ding jetzt nach Hause. Ein schönes 3-0. Und dann ist alles schön. Gewonnen. Gut. Ich denke mal, jetzt bin ich warm. Spielersuche aus habe ich jetzt. Spielersuche an, Spielersuche aus. Jetzt dürften wir das alleine spielen. Yo. Okay, dann müssen wir auch nicht warten und so, aber es gibt noch Spieler, also keine Angst. Wir nehmen Orochi, weil, ich will nicht, und ihr seht da unten, man kann da Bonuses freischalten wie Gas und so, also nicht Gas, so Rauchbombe, dass ich verschwinde und so und andere Sachen und. Es macht echt Bock, das Game. Man kann da schon sehr viel Zeit reinsuchten. Und ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil ich es zufällig gedacht habe, wie ich durch meinen Ubisoft-Store geguckt habe. Ui, da ist ja noch ein Spiel. Und ja, jetzt spielen wir sozusagen eine geile Belagerung. Und wir greifen jetzt hier die Ritter an, wie das aussieht. Und ja, Angriff! Das sind hier meine Leute. Shogoki ist auch dabei, geil. Wir müssen hier die Punkte einnehmen. Und hier unten, ihr seht schon, da rennen jetzt alle KIs aufeinander zu. Hier sind die kleinen Bots und die klöppeln sich zu Tode. Wir können natürlich die kleinen Bots easy mit ein paar Schläge kaputt machen. Aber, oh Gottes Willen, die gehen da hier alle rein. Die Wahnsinnigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Zone C haben wir verloren. Der ist schon mal hinüber. Ich tu mal den hier freilassen. Und ihr seht, wir können uns hier durchglöbbeln. Die ganze KI haben wir jetzt hier schon weggeglöbbelt. Die kriege ich auch einfach hier kaputt. Die sind sozusagen nur Handfutter. Die können wir glöbbeln, bis der Arzt kommt. Und ja, ich würde sagen, die halten hier den Punkt. Wir rennen mal ganz schnell zu Punkt. Oh, wir können... Oh, nein. Oh, da wurde ich hinten geflankt. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Hoho, da habe ich dich kaputt gekontert. Okay, wir rennen mal ganz kurz zu C. Ne, C wird schon erobert. Ist da einer? Vielleicht können wir den unterstützen ein bisschen. Ne, ist alles okay? Ich denke mal, das passt schon, dass wir jetzt hier allein spielen. Ist ein bisschen mehr für mich zu tun. Das klappt doch hier gut. Schön, und wie gesagt, hier ist das Handgemenge. Das kann man halt noch ein bisschen weiter rüber treiben. Indem man halt die KI ein paar aufs Maul gibt. Wie man sich heilt, das kann ich leider nicht sagen. Entweder muss man sich da in seinem Gebiet befinden oder so ähnlich. Aber das kann ich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Nee, killen muss ich. Also töten. Damit heile ich mich. Oben ist da ein kleiner Fratz. Der braucht Hilfe. Den können wir wiederbeleben. Oh, no. Das ist unfair. Ihr kleinen Snitches. Nein. Tot bleiben. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Ja, Killer-Infos brauche ich nicht. Darf ich respawnen in... Jetzt. Okay, mein ganzes Team lebt jetzt wieder. Ich gehe mal hier direkt zu C. Zone C verloren. Oh, wir haben alle Zonen verloren. Das ist kritisch. Wir gucken direkt mal hier gleich zu Zone C. Da ist er, der kleine Fratz. Direkt eins in die Fresse. Und ihr seht, ich mag halt dieses absolut schnelle Gameplay von Orochi. Mit normalen Samurai wäre es eine andere Sache. Ui! Ja, zu zweit ist natürlich... Naja, meine Explosion.
Situation mal wieder hier. Werden mir jemand meinen Titel nicht gerecht. Wenn man das macht, ist der Spieler halt direkt tot, ne? Dann kann er nicht hier revived werden, also wiederbelebt werden. Und ja, gut, wir haben den Punkt hier erobert. Gehen wir hier weiter. Oh, die machen auch nicht sonderlich viel Schaden, die Leute hier. Wie gesagt, es gibt einen Kombozähler. Und ja, wir sind jetzt hier bei Zone B. Da kommt der nächste gleich. Und ich mache ich keinen, Alter. Schön, weg kommt dann, schön, weg kommt dann, schön, weg kommt dann. Hahaha. Manchmal drücke ich trotzdem noch die falschen Tasten. Ist auch klar, ne? Wenn ich das Spiel. Oh. Erst seit kurzem Spiel. Und wie gesagt, das kann man auch ganz ohne den Modus hier spielen. Dann sieht man halt nicht, wo der andere hinpariert. Vielleicht sollte man da Ausdauer ein bisschen regenerieren. Gut, wir haben Gas freigeschalten. Und oh Gott, der Arme hier. Einfach kaputt gehauen. Schön. Shugoki kämpft gegen den. Oh! Der ist auch einfach ein Monster. Ich helfe dir mal ein bisschen, mein Freund. Ich weiß, ist nicht so ganz so fair, aber. Ach, das schafft er doch, oder? Oh, schlag nicht mich! Ah, ich hab. Nee, ich glaube, der schafft es nicht. Doch, schafft er, schafft er. Sorry, dass ich an dich gezweifelt habe. Oh, 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 mein Kollege hat es da unten erwischt. Oh, 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 da hat es mich erwischt. Aufpassen. Ah, das ist natürlich der Vorteil von den Schilden. Die können natürlich alles blocken. Feindliche Team bricht ein. Er flieht, er flieht, er flieht. Oh, da habe ich gerade den Kombo gemacht. Schön, schön, schön. Gut, zu zweit draufgeklöppelt. Feindliche Team bricht ein. Weg mit euch! Oh, da ist einer. Oh, 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 woher muss ich aufpassen? Es sieht vielleicht einfacher aus, als es ist. Gerade vor einem. Der Zug guckt. Aber für mich, ich muss mich ja wirklich konzentrieren, wie es auf. Da geht jetzt auch von den Bots übelst eins draufgepfeffert. Exekution, mein Freund. Und Abflug. Rennt, ihr Hunde! Keiner Farmen! Schön. Da glühen doch ein bisschen die Pfötchen. Ui. Okay, okay, okay. Was? Ich habe nicht so viele Punkte gemacht wie die KI? Ich sagte, jetzt wäre ich voll gut gewesen. Ich habe eigentlich Lust auf Shugoki. Sollen wir Shugoki mal spielen? Und ich hole es mir mal. Ja, Shugoki. Das ist ein Monster, einfach ein Monster, ey. Da habe ich echt damals nur als Fun gespielt, ey. Oh. Oh, ob das jetzt eine gute Idee ist, ich wage es auch stark zu bezweifeln. Angriff, er ist wirklich ein fetter Mongo. Ist ja doch unten links, weil hier habe ich gar keine Sachen freigeschaltet. Momentan bei Hoch, hier hatte ich glaube ein paar freigeschaltet. Wir haben auch einen schweren Angriff. Dann können wir wegshaken und kugeln können wir uns auch mal. Ich gehe mal erstmal in die Mitte, weil, oder? Gehe ich hoch oder? Wir gehen in die Mitte, wir gehen in die Mitte. Wir sind ja der Dicke, ne? Und der Dicke hier kann aufs Maul gehen. Okay. einfach mal weg. Ja, voll in die. Ei, ei. Weg mit dir. Na komm, kommt her, traut euch. Bup. 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 Gleich zwei auf einmal. Blup. Ja, der ist wirklich ein starker Mann. So. Und der kann halt auch wirklich enorm Schaden auch austeilen. Ich muss aber auch hier aufpassen, er ist halt auch nicht der Schnellste. Da habe ich zwei von einmal blocken müssen. Ho, 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 ho. Weg, 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 weg. Ich bin gleich kaputt. Muss ich aufpassen hier. Da hinten, da hinten. Wir können den ein bisschen unterstützen. Es ist wirklich ein ganz anderes Spielgefühl mit dem hier als mit Ohori. Oh, bisschen regenerieren wir wieder Leben, aber es dauert seine Zeit. Es dauert seine Zeit. Und ei, 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 nein, 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 nein. Gott, war keine gute Idee, war gar echt keine gute Idee. Bum, bum, bum. Ja, ah. Ui.
Und ihr seht auch, er kann seine Ausdauer auch länger aufrechterhalten. Und ja, man kann gedrückt halten, dann kann das dann Angriff aufladen und dann halt wirklich so richtig... Oh, das war nicht hier. So richtig reinjohlen. Aber ich glaube, ich bleib mal getötet von ganz normalen Krieger. Wie peinlich ist denn das? Spieler wählen. Nee, kann ich Held? Kann ich den Helden jetzt nicht wechseln? Ging das nicht? Ich glaube, das ging nicht. Wupp. Mal sehen, Runde 2. So. Mann, 1 gegen 1. Er ist halt auch nicht schnell, ne? Er ist halt einfach nur zum kaputt machen da. Wir gehen dann rein und dann steht kein Stein mehr auf den anderen. Das ist halt einfach Tatsache. Die Map, die ist schon sehr cool hier rein inszeniert. Oh, wir wurden hier ganz schön weggenatzt. Aber wir können vor allem 6 auf einmal einfach alle wegmachen. Alle wegmachen. Los, Männer! Hier finde ich aber die kleine Bot-KI ein bisschen zu schwach. Ganz ehrlich, ein bisschen zu schwach. Könnte ruhig ein bisschen stärker sein. Ganz ehrlich. Könnte ruhig ein bisschen stärker sein. Den haben wir weggehauen. Voll die Wampe rangehauen. Wir gucken mal zu C. Er ist halt wirklich nicht der Schnellste. Am ehrenvollsten ist es halt wirklich, wenn man halt 1 gegen 1 macht. Aber halt. Laden wir auf. Bump. Das war, glaube ich, auch bei Orochi so. Man musste gedrückt halten, dann wird der Schlag aufgeladen und da macht man halt einen starken Schlag. Glaube ich, dass es war. Müsste es gewesen sein. Das halten wir aber jetzt hier sehr gut. Klar, ich denke auch, wenn jetzt hier Spieler noch mitspielen würden, wäre die KI nochmal ein Stückchen stärker, glaube ich. Oder ich glaube sogar, das kann man einstellen. Oh. Das Problem ist auch, man kann halt auch nicht so ganz so schnell hier blocken mit ihm hier. Ah, das ist gut. Und durch. Yo, das hat gesessen. Bob. Weg. Und jetzt müssen wir nur noch alle exekutieren und dann haben wir gewonnen. Oh, der ist ganz kaputt hier. Wir gehen mal zu ihm hier. Aufladen. Oh, nein, das war nicht gut. Wir werden von hinten auch angehittet. Der Fokus soll halt wirklich auf den Zweikampf liegen oder Einskampf oder wie auch immer. Zweikampf passt schon. Auf das 1 gegen 1 liegen, anstatt dass hier die kleine KI einen hier jetzt penetriert die ganze Zeit. Deswegen kriegt man durch die auch so wesentlich weniger Schaden. Bup. Das ist halt einfach geil, ey. Oh, renn noch! Mal kurz hier mal atmen. Ich glaube, oder zweimal war das drücken. Ich weiß es nicht. Na, ich muss jetzt aufpassen hier wirklich. Oder aber ich glaube, das war sogar eine Kombo. Ich habe das sogar nicht mal absetzen können. Flupp, alle weg hier. Rennt, ihr Schweine. Er ist halt einfach nur fett. Geil, okay. Gut. Ich denke mal, das reicht jetzt soweit. Erstmal als kleiner Einblick für For Honor. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel allgemein davon haltet. Wie gesagt, ich würde auch ganz gern mal PvP-Schlacht machen. Na, wie gesagt, das war jetzt kurz mal zum Reinkommen, euch ein bisschen mal zeigen, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Ob ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche, auch gern alles in die Kommentare. Und ja, so bedanke ich mich dann erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.